Liebe Videofreunde, Petri Heil, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wie ihr schon in der Videobeschreibung sehen könnt, meine Bestellung von Planet Eternia. Und die Füchse unter euch wissen ganz genau, wenn ich schon sage, die Bestellung von Planet Eternia kann sich nur um eine Sache handeln. Jawohl, Masters of the Universe Figuren. Durch einen ganz dummen Zufall habe ich festgestellt, diese Internetseite Planet Eternia kenne ich schon ein bisschen länger, aber ich habe nie gewusst, jetzt war ich schon länger nicht mehr drauf, und habe nie irgendwie so geschnallt, dass sie auch so einen kleinen Markt da haben. Das heißt, da ist jemand, der betreibt einen großen Verkaufsstand. Nee, der verkauft Figuren da über so einen Shop. Und da habe ich gesagt, komm, dann tust du dich jetzt mal auf diese Innenseite registrieren, machst hier Zugang und ich möchte auf jeden Fall da mal was bestellen, weil ich festgestellt habe, da sind einige Figuren noch dabei gewesen, die eigentlich für diesen Preis, nirgendwo mehr zu kriegen sind. Und ich wette mit dir, Marc, schöne Grüße an dich, an Bumo TV. Du wusstest das hundertprozentig, dass man da Figuren bestellen kann. Und du hast mir nichts gesagt. Penner. Egal, auf jeden Fall habe ich mich da registriert, habe da was bestellt und habe das Geld überwiesen. Ich bin noch ein bisschen oldschool, ich tue das Geld noch überweisen. Ich mache das nicht mit dem Handy, Online-Banking, bla bla bla. Nein, ich renne tatsächlich noch an einem, nicht direkt am Schalter, ich laufe noch an den Service-Terminal und klimper das noch an dem Automaten ein und habe das überwiesen. Und in Rekordzeit, pauf, Versandbestätigung bekommen mit Sendungsnummer. Nächsten Tag direkt schon der Postbote an der Tür. Also den Tag, nachdem ich die Sendungsnummer bekommen habe. Und wirklich in Rekordzeit hatte ich meine Figur bzw. das Paket jetzt hier in der Hand. Und es ist Hammer. Ich hatte auch schon sogar aufgeschnitten, weil ich unbedingt wissen wollte, ist das wirklich schon das, was ich bestellt habe? So schnell? Und ja. Aber so wirklich angeguckt habe ich mir die Figur noch nicht. Ich habe nur gesehen, da ist ein weißer Karton drin. Diese typischen Mail-Order. Es gibt es ja einmal in braun und in weiß. Und wie ihr schon seht, jetzt wisst ihr auch, um welche Figur es sich handelt. Ich finde diese Figur mega Hammer. Ich wollte die eigentlich schon immer mal haben, aber ich dachte, boah, Patrick, die ist so teuer. Das gibt's doch gar nicht. Warum wollen die alle so viel Geld dafür haben? Und dann gehst du bei Planet Eternia und da... Ich meine, ist auch noch eine Stange Geld. Mit Versand geht man selbst da drauf. Ihr seht das ja. Ich glaube, boah, was war das dann? 56 Euro? Oder 55 Euro? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ist trotzdem genug. Wurde die Figur noch angeboten? Ich weiß, früher waren die alle mal viel, viel billiger zum Zeitpunkt der VÖ. Aber it is wie it is. Ich meine, die Figur, es gibt sie auch schon seit 7 Jahren, glaube ich, oder so. Weiß ich nicht, wann sind die denn produziert worden? Bumo TV, du weißt das doch alles. Hier steht 2013. Ist die Figur dann auch von 2013? Ist sie wirklich schon 7 Jahre alt? Ich habe keine Ahnung. Ist ja mal egal. Auf jeden Fall habe ich mir die bestellt und in Rekordzeit kam die. Jetzt machen wir die mal auf. Ja, ich weiß, viele Leute, denen gefällt das nicht so, dass ich immer so Masters-Figuren präsentiere hier auf meinem Kanal, weil ich bin ja der Filmangler und beim Filmangler gibt es nur Filme. Nein, beim Filmangler gibt es auch in erster Linie mal Spaß und He-Man-Figuren. So, ich hole das gute Stück jetzt mal, ich hole mal das Ding hier raus. So, und guckt euch den mal an. Ein geiles Teil. Ich muss mir den selber gerade mal angucken. Boah. Ich sehe hier unten ist auch noch ein Kopf. Genau. Da bin ich mega gespannt, wie man den umbauen kann. Man muss das selbst. Das ist. Ja, Frauen müssen auch immer alles in die Hand nehmen und wie beim Einkaufen. Alles in die Hand nehmen, am liebsten noch in den Mund und dann ist jetzt eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, ich bin mega gespannt. Ich werde die auf jeden Fall mal auspacken und. Werde euch die wieder präsentieren, wie gewohnt, wie ihr es von mir gewohnt seid. Und ich hoffe, es gefällt euch und gebt mir doch mal ein Feedback, wie euch das gefällt. Ich nehme immer dieselbe Musik, weil mir die so gut gefällt und die passt auch dazu. Und ich will ja auch was nehmen, was lizenzfrei ist, ohne dass einer sagen kann, oh, Angler, du hast Schlampe, du hast da irgendwo Musik geklaut. Und
Da habe ich diese Musik für mich gefunden und die werde ich dann immer benutzen, wenn ich dann diese Figuren präsentiere. Ich stelle auch das Original noch daneben. Das Original ist leider nicht komplett. Die Waffen fehlen. Wenn das hier einer sieht und sagt, hier Angler, ich habe noch hier so einen Satz Waffen für Snakeface für einen angenehmen Preis, meldet euch bei mir. Ihr seht das ja, ich stelle das Original und die Classic-Figur nebeneinander. Und ja, ich denke mal, das Auspacken müssen wir jetzt nicht filmen und wir sehen uns gleich. Das hat eine geile Figur. Da bin ich wieder und ihr müsst doch zugeben, das ist doch Hammer. Das ist so eine hammergeile Figur. Richtig genial. Das ist natürlich nicht so wie bei der originalen Figur. Die hat ja so, den muss ich gerade mal zur Seite legen. So, die originale Figur hat hier hinten noch so ein Hebelchen. Dann ziehst du runter und dann drückst du raus und dann, ne? Und das hat natürlich die Classic-Figur nicht. Die hat natürlich einen Wechselkopf. Das ist der Kopf, den ich natürlich unten in der Verpackung liegen gesehen habe. Auf jeden Fall Hammer. Wirklich einfach nur Hammer. Und hier vorne diese Platten, die musst du halt entfernen und kannst dafür dann da Schlangen reinstecken. Hammer. Ich finde, diese Figur ist Hammer gelungen. Allein dieser Charakter, den gab es ja, glaube ich, in den Zeichentrickfilmen eigentlich nie, außer bei die 200XL-Serie. Da gab es ihn auf jeden Fall.
Da konnte man mal sehen, was für ein Bad Guy das war. Der hat ja die Leute nur angeguckt mit seinem Schlangengesicht und zack, wie bei Medusa, waren alle in Stein verwandelt. Er alleine hat die ganze Horde von Skeletor besiegt innerhalb kürzer Zeit. Beastman, Rapture, wie sie alle heißen. Pauf, Feierabend, fertig, finito. So ein geiler Hund war das. Und ja, Hammer. Gefällt mir richtig gut. Da geht einem das Sammlerherz auf, ne? Da geht einem einer steil, du. Ja, das war's auch wieder. Mega, 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 mega. Ich muss mich jetzt gleich erstmal hinsetzen und muss die Figur nochmal in Ruhe mal begutachten. Vielleicht mache ich es mir auch gleich wissen selbst. Mal schauen. Das war's wieder, euer Filmangler. Ich hoffe, auch dieses Video hat euch wieder gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen da. Für die Leute, die zum ersten Mal hier auf meinem Kanal sind, lasst mir doch mal ein Abo da. Ihr merkt, ich habe immer Spaß an dem, was ich hier tue. Und noch mehr Spaß ist, wenn ihr Spaß dabei habt. Ja, wie gesagt, lasst mir ein Däumchen da. Und bis zum nächsten Mal. Fleißig kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Filmangler Horido.